Diese Liebeserklärung hätte von ihr wohl jemand erwartet. Seit der Scheidung von Prinz Andrew, 62, führt seine Ex-Frau Sarah Ferguson, 62, genannt Fergie, ein schlagzeilenträchtiges Leben, inklusive Skandale, Schulden und einem internationalen Haftbefehl. Für die britische Klatschpresse ein gefundenes Fressen. Fergies ehemalige Schwiegermutter, Queen Elizabeth, 96, soll dagegen alles andere als amused sein. Umso erstaunlicher ist es, dass Sarah in einem neuen Interview aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt, als es um die britische Königin geht. Sympathische Skandalnudel der Königsfamilie. Es begann wie ein Märchen. Am 23. Juli 1986 heiratete Prinz Andrew die gelernte Sekretärin Sarah Ferguson. Plötzlich war die damals 26-jährige Herzogin von York. 10 Jahre später ließen sich die beiden wieder scheiden. Seitdem ist Fergie zwar offiziell kein Mitglied der königlichen Familie mehr, ihren Herzogintitel durfte sie aber behalten. Und auch die Verbindung zu den Royals ist bis heute bestehen geblieben, dank der beiden Töchter, Prinzessin Beatrice, 33, und Prinzessin Eugenie, 32. Am Hofe war die quirlige Herzogin trotzdem lange persona non grata und wird nach wie vor zu vielen Festen nicht eingeladen. Denn Sarah hat in der Vergangenheit kein Fettnäpfchen ausgelassen. Ihre Affären während der Ehe mit Prinz Andrew gelangten rasch an die Öffentlichkeit. Der Höhepunkt, ein Foto, das den amerikanischen Finanzmanager John Bryan beim Saugen an ihrem Z zeigte. Und auch nach der Scheidung sorgte Fergie immer wieder für Negativschlagzeilen. 2008 löste sie sogar eine diplomatische Krise zwischen London und Ankara aus, als nach einem Besuch in einem türkischen Kinderheim behauptete, dass die Kinder wie Hunde an Bänke gebunden gewesen seien. Queen Elizabeth schätzt Fergies Loyalität. Kein Wunder, dass das Verhältnis von Sarah zu ihrem einstigen Schwiegervater Prinz Philipp 99, bis zu seinem Tod im April 2021 sehr frostig gewesen sein soll. Mit der Königin soll die Skandalnudel allerdings nach wie vor ein enges Band haben. Queen Elizabeth habe seit jeher eine Schwäche für die Ex-Frau ihres Lieblingssohnes Andrew gehabt, heißt es aus Palastkreisen. Die 96-Jährige schätze vor allem Sarahs Loyalität und freue sich über die gute Beziehung, die sie bis heute mit Andrew pflege. TMA,